Morgen, Jungs. Und Mädels. So, wir spielen heute ein neues Spiel. Dreadout. Ja. Die Demo-Version. Ein indonesisches Horror-Game. So betituliert es sich selbst. Und irgendwas mit Audios Fotokamera. Ich mache ein bisschen heller, dann seht ihr das besser. Genau, mach das mal. Only Dreadout-Logo should be visible. Ach so. Ja, es wird so dunkel im Ernst. Ja, du weißt nicht, wie es im Spiel dann ausschaut. Ich mache ein bisschen heller, also. Weil wir müssen dann bei Sony Vegas sowieso die Helligkeit. Oh, ich habe schon ein Foto gemacht. Nee. Ah ja, man hat vorhin in der Übersicht von den Kontrollen hat man dann gesehen, dass man mit der linken Maustaste shotten kann. Das sind sogar Grafikeinstellungen. Wow. Es geht scheinbar darum, paranormale Aktivitäten auf einem Foto festzuhalten. Graphics Settings. Alles on. Confirm. Was ist corrupted? Ah, da ist das Bild. So. Sound Settings. Gibt's nix. Game Settings. Auch nix. Also, ihr könnt euch das alles schenken, wenn ihr das macht. New Game. Ja. Game Profile. Enter your name. Fearing. Ey, dieses Kickgeräusch, das nervt mich so ein bisschen. You are not signed. Du musst die Vollversion kaufen, damit es nicht mehr kommt. Wahrscheinlich. Das ist übrigens eine Demo, weißt du, hast du das? Das habe ich gesagt, ja. Okay. Und was ich so auf den Bildern gesehen habe, war sehr scary. Das schaut irgendwie indonesisch aus. Ich weiß auch nicht. Also die Grafik, die macht schon mal keinen so schlechten Eindruck. Jetzt scheinbar irgendwo aufgewacht. Okay, das ist wieder eine Third-Person-View. Ich find's geil. Naja, ich bin kein so großer Fan davon. Okay, die Texturen, die sind echt billig gemacht. Oh, da liegt was. E? Das ist ein Handy, das vibriert, oder? Ja, ich dachte mir schon die ganze Zeit, was ist für ein Sound. Wir haben schon mal Interferenzen auf unserem Smartphone, auf dem Iris-Phone. Das schaut aus wie ein HTC Desiree. Ne? Ja. What the fuck? Ganz minimal bin ich schon, aber nur ganz minimal. Kennst du das HTC Desiree? Ja, aber so schaut es nicht aus. Aber so ähnlich, das hat dieses HTC-Kinn. Ach, mit so einer Handykamera. Guck mal, das ist gut gemacht, Alter. Cool. So. Ah, okay. Mit der rechten Maustaste kann man dann auf diese View changen. Das Foto schaut aus wie ein Ding. Ja, kann man mit Shot, oder? Ja. Sogar zeitverzögertes Foto. Das ist ja Wahnsinn. Also scheinbar sieht man manche Aktivitäten nur auf der Kamera. Nicht in echt. Aber ob ich die sehen will? Da sind Bilder, schau dir mal an, die Fotos. Ah ja. Bin mal gespannt, inwiefern da Schocker mit eingebaut sind in das Spiel. Ja, man kann auch sprinten. Ausgang. Das schaut billig aus, aber ist jetzt nicht. Investigaten einfach mal alles. So. Die Steuerung konnte man, glaube ich, auch irgendwas machen. Oder was? Ne, keine Ahnung. So, okay. Kannst du nicht raus hier? Doch, aber ich wollte echt nochmal alles investigaten. Ich bin auf der Investigator. Hey. Schon auf der Kamera. Lass mal ein Foto machen. So, unsere Protagonistin scheint schon mal Kopfschmerzen zu verspüren. Oh, jetzt ist es dunkel. Wird echt finster, Junge. Wo ist unser? Achso, weil das Handy. Ja, trotzdem ist es dunkel. Schau mal links erstmal. Oh! Foto machen.
Sollen wir hingehen? Ja. Mach mal weg die Kamera, ob es da noch. Da ist nicht mehr da, ne? Schaut voll alien-like aus. Ja, ne? Mach mal eine Aufnahme, so. Versetz dich mal rein in die unsere Spielcharaktere. Willst du ein Foto machen? Ich glaube nicht. Fuck, kommen wir da hin? Ne, zum Glück nicht mehr. Ah, das schaut alienmäßig aus. Ah. Aliens in Indonesien, ey. Also schon ein sehr spezielles Spiel irgendwie, oder? Sowas in der Art habe ich noch gar nicht gesehen. Aber das ist nicht schlecht. Spannend auf jeden Fall. Wir könnten ja überlegen, falls es wirklich gut ist, dann die Vollversion uns zu holen. Aber erstmal die Demo. Ja, wir wissen auch noch gar nicht, wie viel das. Schauen wir mit der Kamera da auf diese Bilder. Überhaupt kostet. Das ist voll dreidimensional, kann das sein? Oder schaut das nur so aus? Hm. Ne, schaut glaube ich nur so aus. Was war das? Ich kann nicht. Doch. Das ging dort kurze Zeit. In die andere Richtung. Ah! 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 Die läuft! Aber macht die uns was? Wir sehen sie ja gar nicht. Ich weiß nicht, soll ich drauf ankommen? Ist lassen? Die von da draußen? Schau mal, ist die noch da? Ja, die ist weg, Alter. Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie an der vorbeikommen. Wartest du nicht so lang? Die kommen näher, oder? Ah! Ah! Fuck. Oh. Okay. Ah, ich hatte es nicht gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schau mit der Kamera in die andere Richtung. Er hat sich geschüttelt, du. Also wir müssen regelmäßig auf die Kamera schauen. Oh, was ist da? Spielplatz. Müsste ich jetzt nur eine Schaukel bewegen. Shit, da kommen wir nicht. Geht's nicht weiter? Nee. Schon wieder! Ah. Stirbt man? Ah, man stirbt. Ah. Ah. Jetzt? Pokémon-Menschen. Ja. Dachte mir auch gerade. Kannst du es machen? Ja. Aber ich habe keine Kamera mehr. Ja, das geht nicht ins Licht. Ja. Ich gehe mal ins Licht. In dem Fall machen wir das mal. Nähern wir uns? Vielleicht ist es ja das Licht und wir sind jetzt echt tot oder so. Könnte sein. Es ist wunderschön. Ich bin richtig geblendet. Da? Oh, das ist voll hell. Und jetzt? Ist wieder der Anfang? Ist wieder der Anfang, oder? Ja. Das mache ich mal gleich aus. Also ist diese Gestalt, so nenne ich es jetzt mal, der einzige Gegner, den man hat? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Jetzt ist sie nicht mehr da. Und auch nicht da. Ja, dann wird sie wohl da sein irgendwo. Es geht schon wieder mit dieser scheiß spannenden Musik los. Ja, und wo müssen wir hin? In die andere Richtung. Was ist da? Da oben. Und wo? Jetzt ist sie weg, oder? Nicht gut. Hast du es gecheckt? Wo muss ich jetzt lang? Da ja. Hey, da komm ich doch her, oder? Echt? Ach ja, scheiße, ich geh auch nicht durch. Ja, dann müssen wir wieder. Nee, dann läufst du. Stimmt.
Ja, aber links ging es noch nicht lang, oder? Weiß ich nicht. Doch schon. Nochmal Foto machen? Ja. Okay, jetzt haben wir richtig gesehen, wie sie verschwunden ist da. Siehst du ja voll schlecht. Da geht's rein, rechts. Oder? Nee. Hä? Doch, guck, da geht's rein. Aber irgendwie doch nicht. Ekliges Geräusch. Krass, 9¾ war das. Ja. Okay, ich hab keinen Plan, wo wir jetzt sind. Ist normal, wenn man irgendwo aufwacht, wo man nicht weiß, wo man ist. Steht das auch ohne Kamera? Ja. Kann ich nicht lesen. Ja, ist schon Indonesisch. Aha. Ist da irgendwas? Ich kann ja das Handy nicht machen. Ja, eine Fliege oder so. Voll eklig. Ich würde weg. War vielleicht auch mal ein Ding? Phantom? Phantomfliege. Hier ist nichts, ne? Aber wenn die jetzt reinkommt, sind wir gearscht. Kannst du den Schrank öffnen? E oder so? Nee. Schade. Na, dann gehen wir raus. Rechts müssen wir, ne? War da noch ein Weg? Ein Fenster. Ah, da ist noch eine Tür. Ich will da nicht rein. Da geht's auch noch eine Treppe. Wow! Wo? Stimmt da. Schau lieber mal, was vor dir ist. Fuck. Gefällt mir nicht so. Da saß sie doch vorhin. Oder ist eine Katze? Ist sie auch so da? Ohne Kamera? Ja, geil, ich mag Katzen. Hä, ja, was ist da los? Ist es so blurry? Alter, die schaut gut aus, die Katze. Die tut uns. Scheint auch zahm zu sein. Hallo? Eh? Jump! Nee, kann man nicht. Da geht's wieder rein. Ein PC. Auseinandergebaut. Und was für eine, du. Sieht aber irgendwie komisch aus. Ja. Das sind so zwei Grafikkarten in einer irgendwie. Wahrscheinlich indonesische Bands, ne? Das ist anscheinend irgendein Kinderzimmer, oder? Oder, sag mal. Das ist eine ganze Familienwohnung, oder? Irgendjemand sein Zimmer. Das scheint sich schon mal ein bisschen für uns zu interessieren. Wenn jetzt nachläuft, ist es cool. Ja. Wie Pikachu in der gelben Edition, gell? Ja. Geht's da rein noch? Hallo? Da sind nur Fenster. Da geht's nämlich nochmal rein, schon. Ja, scheinbar läuft das jetzt nach. Weil da kann man nicht agieren. Okay. Oder? Nee. Blöd. Vielleicht später. Vielleicht schaut ihr mal. Oder vielleicht nur nicht in der Demo. Könnte ich mir vorstellen. Da haben wir noch nicht. Vielleicht ist die Katze ja sowas wie ein Frühwarnsystem. Oh ja, das kann sein. Aber schau vielleicht trotzdem mal ab und zu durch die. Wird die vielleicht zuerst wegrennen, wenn kurz bevor irgendwas passiert. Ist das eklig hier? Ich dachte schon. Was soll das sein? Kondome? Ich weiß es nicht. Desinfektionstücher? Da ist noch eine Tür und da auch. Ja, wenn da drin irgendwas wäre, fangen wir das bei mies.
so kommst du rein. Ah, guck mal, da kannst du nicht reingucken. Oder meinst du, da, das ist ein Vorhang? Ne, das kann auch ein Vorhang sein. Hatte keine Lust, jedes zu programmieren wahrscheinlich. Da geht's wieder. Ganz viel Licht, oder? Ja. Ganz schön creepy. Kann man aber nicht eintreten. Bestimmt alles nicht. Ja, bestimmt alles in der Folgenversion. Das glaube ich nicht. So ein oder andere Raum, denke ich schon. Gehen wir wieder runter. Kommt ja. Die Katze mit? Nein, ist schon hinter dir. Mann's, Mann's. Au? Komm. Die hängt da an der Ecke wahrscheinlich. Aber ja, kann sie keine Treppe laufen. Noch ein Erinnerungsfoto. Mag ich. Oh, Garage. Garage, nix gut. Kannst auch dich ducken? Ducken? Da drin ist irgendwas, glaube ich. Ja, ein Zeichen an der Wand, so wie ich das gesehen habe. Da kommen wir nicht rein. Wahrscheinlich gut so. Hm. Kannst du das Licht da anmachen? Da ist ein Schalter. Wo ist ein Schalter? Ja, neben der Tür direkt. Links von der. Von dieser Tür, ja. Nein. Schade. Wüsste ich nicht wie. Dann geh mal weiter. Da ist noch eine Tür. Verschlossen. Gelockt. Da geht nichts drin. Gingst da nicht noch rein? Was war? Ja, halt, da weiter. Nee, nein, nein. Was? Rechts, ja, weiter. Hier links. Da war noch nichts drin. Ach, das war die Garage, okay. Na gut. Wir könnten schon sagen, wenn die Demo zu Ende ist. Damit wir nicht weiterspielen müssen. Hörst du so? Nein, jetzt ist er weg. Irgendwas da ist, höre ich, ja. Das nicht, ja. Oder haben wir was übersehen, wo man nur durch die Kamera sieht? Aber die Zeichen, die sind auch so da. Ist da wieder so eine Wand, wo man durchdringt? Ja, gut. Hör das an. Wir sind so dumm. Also, dann ist ein Schrank, der davor steht. Und gar keine Tür. Ja gut, was heißt das jetzt hier? Noch ein Foto. Das scheint schon mal das Mädchen darzustellen. Oder täusche ich mich da? Wo? Da so. Ja, mit viel so Haare, Arme. Könnte schon sein, ja. So eine skizzenhafte Darstellung. Das andere kann ich nicht entziffern. Ein Raum gescheit an. Links ist dann irgendwas. Und dieser Schrank. Und ein Wasserspender. Alter Ventilator. Der der TÜV aber nicht abnehmen. Geht's da noch weiter? Links jetzt? Von dir aus? Ich glaub schon, ja. Oh, da hat's grad. So komisch. Gedingst. Da geht's auch nochmal weiter. Hilfe. Die Tür geht wahrscheinlich dann noch. Nein. So, oh, sieht aus wie so ein Katzengesicht. Scary. Oh, der Kamera kann rein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, kann man gar nicht gehen. So, irgendwie interagieren. Nee. Ah! Jetzt? Folg ihr mal. Das ist doch die, die uns angerufen hat vorne, oder?
Ah, die macht gar nichts. Duckface, komm. Geht nicht. Ah, du musst nur ganz nah dran. Bildet sich jetzt ein, oder? Ja, die kennen sich gar nicht. Doch, die kennt die, aber die ist anscheinend anders als sie. Ihre Freundin oder so. Ja und? Eh? Geht nicht. Geht nichts mehr. Achso, man muss hier klicken, jetzt weiß ich nicht, was geklickt hat. Come on, follow me. Ja, kannst du nur okay machen. Ja, waren das davor verschiedene Antwortmöglichkeiten oder was? Keine Ahnung, Mann. Jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir es. Wo ist er denn hingegangen? Ich glaube hoch. Toll. Oder da raus. Scheiße, die ist hoch. Fotzka. Katze. Need to get out. Wo ist die Bitch? Ja, da ging es noch nicht raus, oder? Aber hinten ging es ums Eck. Ja, brauchen wir hier rein. Vielleicht ist sie doch raus, aber wir müssen nach oben schauen. Wow. Was denn? Weiß nicht. Da war was von oben. Was macht die da? Blair Witch Project ist das. Ich will nicht, dass sie sich umdreht. Hast du Blair Witch Project gesehen? Nein. Da ging es irgendwie darum, dass bei der Hexe, um die Kinder zu bestrafen oder so, musste sich ein Kind in die Ecke stellen mit dem Gesicht zur Wand. Und während das andere umgebracht wird oder so. Ah ja. Ist jetzt schon gerade zugegangen? Ja. Kommst du wieder raus? Ich glaube, das ist das Ende von der Demo. Ich habe ein bisschen Angst. Na gut. Vielleicht möchte sie ja auch nur, dass der Kiefer wieder eingerenkt wird. Ja, okay, aber das scheint das Spiel zu sein. Ja. Die Demo zumindest. Ich sag mal, kein schlechter Eindruck. Ist auf jeden Fall scheinbar ist es echt so. Die stellt sich mit dem Gesicht zur Wand und wir werden umgebracht. Vielleicht ist es ja so eine altbekannte Hexenlegende. Ja, ja, ja. Oder das Spiel bedient sich den Theme von Blair Witch Project. Rein zufällig. Weil auch mit der Kamera wieder, ne? Aber wobei die Aktivitäten wirklich so in Natur wahrgenommen haben. Ey, guck mal. Katze! Katze! Boah, wie du wartest, ey. Vielleicht schenkt uns noch ein neues Leben. Mau? Cool. Freue mich voll. Wir sind uns immer anguckt. Na okay. Ja, also das Spiel macht auf jeden Fall keinen so schlechten Eindruck, aber kaufen würde es jetzt nicht unbedingt. Mal gucken. Wenn du es nicht kaufst, vielleicht kauf ich. schon sehr. Dann werden wir wenigstens quitt, weil ich habe Slender gekauft. Okay. Schon ein sehr spezielles Spiel, ja. Also von der Aufmachung her. Teilt uns in den Kommentaren mit, was ihr davon haltet. Ja, also ich werde die Demo jetzt nicht nochmal spielen, aber wenn wir uns was kaufen, dann... Auf jeden Fall, ja klar. Zocken wir das auf. Wisst ihr Bescheid? In diesem Sinne, ne? Jo. Subscriben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und liken und Kommentar. Favorisieren. Oder disliken, wenn es euch nicht gefällt. Ja, ja. Das ist natürlich auch noch eine Option. Dann ja, gut. Dann wissen wir, wann es kacke war. Oh, ich fand's gut. Ich fand's auch gut. Muss mal die Schocker, muss man uns jetzt ja, ja. geben. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.